Ja, meine lieben kleinen Kapraußen, heute geht's wieder weiter mit einer neuen Folge von Medieval. Wir sind hier auch wieder bei der Zaubererde. In der letzten Folge sind wir durch den Ameisenhügel durchgekrabbelt und haben die Ameisenkönigin besiegt. Und jetzt gehen wir das restliche Level lang, wo auch immer es dorthin geht. Also ich habe ja schon auf der Karte so ein Nest gesehen, da würde ich sehr wahrscheinlich auch noch drauf kommen. So, aber ja, wir sind jetzt erstmal gespannt, was kommt. Dieses Zauberschwert übrigens, das wir letzte Folge so sehr benutzt haben, das kann man ganz einfach wieder auffüllen. Kostet aber 100 Münzen, also zu oft können wir das auch nicht machen. Und ich sehe schon diese Frösche des Grauens. Ich habe eine Idee. Also, ups, das müssen wir wieder voll kaufen. Damit sollte es gehen. So, einfach im Fairkampf bleiben, dann passt es schon relativ. Ah, Mann. Ich weiß, wir haben zwar ein Schild, aber ich möchte ihn auch ungern zu oft verwenden. Denn Schild ist dann genauso schnell weg, wie sie da waren. Das sind einfach schmeißen. Also ich finde die auch Animation ganz lustig, aber ab und zu doch ein bisschen nervig. Das ein Messer nach anderen Gewerfe hier. So, wie gesagt, die Hexe haben wir das letzte Mal gemacht. Ey. Ich will sie immer mehr leben, weil ich so dumm bin abzublocken. Geht's gleich seitwärts weiter. So, wo geht's denn hier lang? Nicht eintreten! Dieses Tor führt zur Gruft der Schattendämonen. Okay, das war eindringlich. War eine sehr eindringliche Warnung. Ach, komm, noch mehr gibt's doch halt, oder? So, weg mit den Fröschen. Ich hab noch kein Leben mehr. Alter Schwede, die haben immer Leben weg. So. Müssen wir sterben, danke. Okay, da sollten wir auch nicht lang. Wie eine riesige Elster sitzt der Drachenvogel auf seinen gestohlenen Schätzen. Hoch über den Bäumen findet ihr ein Nest. Die Eier sind ihr Gewicht in Gold wert. Okay, ich vermute mal, wir sollen Eier stehlen. Keine Ahnung, was wir jetzt mit denen gemacht haben, aber er ist so umgefallen. Ah. Sehe hier leider so wenig. Halt, stopp, wir können ja. Bisschen die EU gehen. Da sehen wir etwas mehr. So, hier erstmal Heilung rein, Leute. Reinziehen, Leute. Einzige, was so ein Scheiß ist, das dauert immer ewig, wenn man hier steht. Ah, oh, wir werden nebenbei abgeschossen. Was ist das Viech? Grüner Früh. Sieht an Scheiß, Leute. Ah, naja, okay, naja. Egal, die Heilung war jetzt nicht das prickelndste aller prickelndsten Sachen. Also, mit der Kamera hätten sie echt. Das hätten sie echt besser machen können. Ohne Scherz. Kamera ist was mir gerade so richtig auf die Nüfe geht. So, Schild ist leider Gottes wieder weg. Was man findet auch wirklich wenig Schilde, muss man schon mal sagen. Die sind auch mit zwei, drei Hieben halt schon leider wieder weggebastet. Komm. Also mir wäre das ehrlich gesagt etwas unsicher auch so. Kleinen Stricke hier nach oben. Okay, es ist etwas fester, aber trotzdem. Das ist mir sehr unangenehm. Weil ich da unbedingt drüber laufen müsste. Guck mal, meine Freunde.
Weil ich aktuell nicht weiß, was ich genau töten muss, töte ich einfach alles, Leute. Denn den Pokal zu bekommen ist schwieriger als erwartet. Als die Pokal von diesem Level. Oh, nur ein toter Frosch ist ein guter Frosch. Okay. Das heißt, spring. Im richtigen Zeitpunkt. So, wo ist der Vogel? Autsch, 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 der tut weh. Was soll ich denn gegen den scheiß Vogel machen? Komm. Also erwischt mich ja selbst da. Okay, gut. Na, Schild bräuchten wir dafür, ich verstehe. Dort ist das grüne Zeichen, aber da sind doch die Schatten irgendwo, von dem wir uns doch eigentlich fernhalten. Das. Okay, gut, egal. Wir machen das einfach fertig. Ab zu den Schattendämonen. Keine Abkürzung, wo da runterhupfen oder sterben wir da instant? Ich glaube, wir sterben, wenn wir runterhupfen. Vielleicht auch doch nicht. Ich möchte es aber ungern ausprobieren. Ach komm. Es gibt keinen Falldamage. Nice. Ja, okay, es ist ein Skelett. Halt. So, jetzt haben wir ein grünes Abzeichen. Mit dem können wir jetzt in eine bestimmte Richtung gehen. Was ist das hier? Okay, schaut bloß nach dem Eingang aus. Ist aber keiner. Ist das hier oben sinnlos oder wie? Und dazu brauchen wir irgendein Zeichen, was wir noch nicht besitzen. Und da geht's zu den Schattendämonen. Wo wir sehr wahrscheinlich hin müssen. Ich sehe mich da schon durchlaufen. Ich sehe Water. Okay, aber es ist nicht so tief, dass ich dadurch sterben würde. Ich nehme es gleich wieder zurück, sonst gleich gehe ich unter, bin tot. Halt! Hier sind die Schattendämonen begraben, von Gott und der Welt abgeschnitten, bis sich die Erde öffnet. Niemand, nicht einmal der finstere Zarok, kann sie ohne das Schattenartefakt befreien. Geht nun, oder teilt ihr Schicksal. Nur dann teile ich mal das Schicksal, wieso nicht? So. Ich weiß nicht, meint er jetzt wirklich da unten oder meint er das, wenn ich hier rausgehe? Geh auf! Es kann auch sein, dass wir erstmal hier nicht weiterkommen. Das wäre auch sehr möglich. Weil das Tor scheint auch nicht kaputt zu gehen. Ja gut, dann gehe ich da lang. Dann sind wir umsonst das Level durchgelaufen. Das ist schade. Jetzt auch schon brauchen wir noch ein Teil, was wir leider nicht besitzen. Das kriegen wir wahrscheinlich hier hinten in Kürbisfeld, oder? War Kürbisfeld? Okay, Kürbisschlucht. Dann gehen wir mal rein da. Ja, auch zu schön gewesen und zu einfach. Ich hoffe, unser Leben ist wieder halbwegs voll. Nein! Na komm her. Ich schnipsel dich in tausend Stücke. So. Also bis jetzt sind die Feinde ziemlich niedlich. Ich verstehe die Feinde hier nicht. Das sind die ungefährlichsten Feinde, was ich je gesehen habe.
Was ist los? Da machen wir auf. Hahaha, die schauen schon besser aus. Die fressen mich auch ziemlich weg. Ich muss weg hier. Können wir gleich so auffüllen. Das Schwert, Leute, schön und gut, aber nicht gerade ist die beste Waffe zum Verteidigen. Muss doch irgendwo was drin sein. Kann es doch nicht geben, oder? Auch machen wir drauf. Ich habe noch ein paar Gegner. Okay, der Kopf explodiert. Kommen wir da rein. Und wir haben genau das bekommen, was ich aktuell am dringendsten gebraucht habe, und zwar Leben. Wir sind wirklich mager, was das angeht. Mit ein paar Fläschchen kommen wir nicht mehr weit. Meines Erachtens. So, wo ging eigentlich diesen anderen Weg auch noch lang? Hier wissen wir jetzt halt, hier geht es einfach nur geradeaus durch mit irgendwelchen Blumenpflanzen und sonstigen Zeug. Aber hier hinten gab es ja auch noch mal einen Weg. Können wir einfach auf gesprintet bleiben, das wäre auch super. So, der war hier. Einfach durchwechseln. Okay, hier finden wir das Blaue, also wir hätten hier sowieso hin müssen. Sonst hätte uns irgendwas am Ende gefehlt. So, und hier ist ein Schild drin. Komm, Schild, 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 Schild. Ach, Keule. Ah, hier ist ein... Also wie ihr seht, 100. Aber ich glaube, das sollte man auch wirklich machen. Habe ich das gemacht? Scheinbar. Oh, komm. Das bisschen schadet nicht. Oh nein, so. Eine Mauer. Okay, hier ist der Kelch der Wahrheit. Das ist eigentlich ganz gut, wenn wir das schon mal wissen. So müssen wir am Ende nicht mehr suchen. So. Ja gut, ich habe mich gerade etwas verbuggt. Achso, wir kommen auch wieder hierher. Aber das Blaue haben wir gebraucht. Das hier. Bin mir sicher, wenn ich da durchgehe, ob das jetzt weitergeht oder. Okay, nee, wir brauchen dann noch eins. Hier war echt wenig Punkte. Das sind wahrscheinlich viele Gegner hier. Weil die ja echt so wenig Punkte geben. Pro Gegner. Oh, gut, dann wieder rein. Schauen wir, müssen wir hier einmal rumsprinten. Sehr unlogisch, aber egal. So kann man auch seine Zeit verschwenden. Sterben. Die zügeln einen an. Was Leute sind das hier? Zügler. Dann aufhören eure Zunge nach mir auszustatten. Das ist ja mal widerlich. Und sie hier hinten leben. Matsche, Matsche Kuchen. Also Kürbiskuchen wäre jetzt eigentlich auch nicht schlecht. So. Grausamer Kürbis. Okay, wir haben es aktuell nicht. Kaputt, kaputt.
Nicht kaputt. Also ihr seht, das Schwert bringt halt kaum was bei denen. Also da kannst du richtig reinnetzeln. Die sterben erst nach 1000 Schlägen. Gefühlt. So, wer steht hier auf? Keiner. Okay, jetzt haben wir eigentlich so weit, so gut. Alles frei. So, haben wir hier eigentlich noch irgendwas zu machen? Ich möchte, wo ich gerade so denke, warum laufe ich jetzt eigentlich wieder zurück? Da war ich gerade. So. Scheinbar müssen wir diesen Turm da hier erklimmen. Dafür brauchen wir ein grünes und das haben wir noch nicht. Aber hier gab es gerade irgendwo halt. Wollte es einschlagen? Schaut sehr nach Schlagbar aus. Ja, auf jeden Fall, da kommt man auch wahrscheinlich später nochmal hinter. Irgendwie. Autsch, die explodieren ja. Die magischen Pilze bewegen sich auf und ab. Sie bringen euch immer höher, aber passt besser auf, dass ihr nicht abstürzt und spurlos versinkt. Okay. Sie hat mich nicht gewarnt, Leute. Nein, sie hat mich nicht gewarnt. Zack, reingerupft, Alter. Ah, schlecht, 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 schlecht. Okay, das Ding bringt uns wirklich nach oben. Ist praktisch. So. Na, bring ich hoch. Alter, die gehen aber gescheit hoch. So, hier gibt es zwei Wege, aber nach vorne und einmal. Immer schön den unscheinsten Weg nehmen. Bitte mal ganz kurz Ego. Danke. Das grüne Zeichen. Da ist es doch. Easy. Wir müssen etwas weniger Schaden machen. Wäre auch nicht schlecht. Oh, ich sehe gerade hier. Ich habe einen neuen Abonnenten. Danke da draußen. So, an Richie V. Danke an dich da draußen. So. Okay, ich verstehe den Sinn hier nicht so ganz. Dass sie rollen und dann explodieren sie. Wow. Ich würde sagen, Leben weggeworfen. Autsch. Und zwar sinnlos. Es war jetzt nicht so, dass ich sage, ja, das war jetzt sinnvoll, sich da vor mir in die Luft zu sprengen. Aber wenn ich nicht da bin, dann macht das halt auch nichts. Ritt. Was für ein schöner silberner Schild. Aber ganz kurz, Leute, wir haben hier noch ein bisschen was. Solange wir noch Schild haben, sollten wir ihn auch verwenden. Logisch. Hä? Ach so, das war auch wirklich nicht den ganzen Weg wieder runterspringen muss, ne? Also hallo, das wäre schon schwer, den ganzen Weg runterzupfen. So, einmal in die Richtung müssen wir noch. Das mit der Kamera ist echt miese Prise. Ich glaube, so kommen wir so drüber. Frale. So. Gelbes Abzeichen. Ach so, das hat mal. Ach du Heilige, was ist hier los? Das gefällt mir nicht. Ich sag gerade, das gefällt mir nicht. Das Ding geht nach oben. Als hätte es mich gehört. Oh doch, doch, das peitscht nach mir. Das peitscht nach mir, Leute. Was soll ich jetzt machen? Pack den Nahkampfbeil aus, würde ich sagen. Also was anderes fällt mir jetzt da ohne auf die Schnelle ein. Ich glaube, niederer Gegner. Der muss die Wurzel angreifen, dass die Schaden bekommen. Autsch, aber wenn ich die Wurzel zu lange stehen lasse, dann kriege ich fast nichts groschen. Verstanden. Wir müssen gleich sobald sie hochkommen, ausrotten, sonst kriegen wir Schläge. Und zwar nicht gerade kleine Schläge, die haben ja so viel von meinem Leben wieder abgezogen.
gerade erst geheilt. Was ist das? Okay, nichts. Ja, ja, Violett. Also das ist, glaube ich, das Level, wo ich das meiste Zeug hatte. Ja. Aber jetzt mal langsam die 100%. Oh, oh. Nein. Also wenn jetzt dann noch mehr davon kommen, dann nehme ich die magische Waffe in die Hand. Dafür haben wir sie gekauft. Okay, egal. So, links, rechts, im Prinzip eigentlich ziemlich egal. Nee. Ach nee, was ist denn hier los? Ich bin doch nicht irre. Lass mich hier von 10.000 Kreaturen wieder balzen. Ein, zwei, ja, okay. Ach. So, 100% haben wir doch. 100%. Jetzt steht keiner mehr auf. Okay, gut. Da geht's auch noch lang, aber ich will mal wissen, wo es hier lang geht. Hammer. Hammer, 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 Hammer. Zweite Waffe. Leben. Das nehme ich mal Logik. Es geht hier einfach wieder zurück. Okay. Geht hier einfach wieder zurück und das war's. Das ist sehr viel Logik. So. Okay, Leute. Unser Limit wäre eigentlich... Okay, das ist das Ende. Okay, ich würde sagen, holen wir uns noch schnell den Heiligen Gral und dann, falls jetzt noch irgendwas kommen sollte. Verneigt euch vor dem Herrn des Gemüsefelds, der einzigartigen Pflanze, die mit ihren edlen Ranken eine Armee ins Feld führt. Er ist rund, er ist gesund und er ist Zaroks Geheimrezept. Er ist König Kürbis. LOL. Okay, vielleicht kommen wir noch in den Bosskampf hier rein, wie es ausschaut, oder? Naja, das wäre ein bisschen komisch. Ich habe mir schon eher gedacht, wenn die Heldenhalle kommen, Leute. Aber wie es ausschaut, nächste Folge kommt dann ein Bosskampf mit einem Kürbis. Wieso nicht? So, ich sollte aber wieder irgendwo... wir kommen jetzt nach oben, Leute. Wir kommen jetzt nach oben und reden mit einer... Wow, Speer. Damn. Dan. Sagt, was muss eine Kriegerkönigin tun, um jemanden wie euch zu treffen? Nicht so schüchtern, mein Kleiner. Ich weiß, ihr habt ein Auge auf mich geworfen. Und obwohl ihr schwach wie alle Männer seid, mag ich euch, Daniel. Hört mal, euer Pfeil und Bogen mag ja zum Spielen gut und schön sein. Aber für den Ernstfall nehmt ihr lieber diesen Speer. Okay, meine neue Waffe ist ein Speer, wo begrenzt ist. Wow, danke. Ein Schild. Aber ein Speer, wo begrenzt ist. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Naja, vielleicht macht ihr einen Haufen Damage. Oh ja, den kann man aufladen. Leute, what ist das? Ich will haben. Ich will sowas von haben. So Leute, aber das war's für diese Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Doom vs. Middle. Yo, ciao.